Sascha, das Spiel gegen den BFC ist vorbei. Wie war es für dich, das am Fernseher zu verfolgen und welches Fazit ziehst du? Ja, erstmal hallo, Marco. Was ziehe ich für ein Fazit? Also zum einen, na, so viel konnte ich gar nicht sehen tatsächlich. Ich war natürlich auch ein Stück weit abgelenkt an der Stelle bei der Einschulung und ja, hatte natürlich zu tun, habe den Ticker angehabt. Und ja, wie ich gelesen habe, war es sehr spannend. Wie ich gelesen habe, waren viele, viele Torchancen. Und ja, das hat mir eigentlich ein Stück weit Ruhe gegeben, weil ich jeden Moment dachte, jetzt schießen wir den Ausgleich oder wir bauen die Führung aus oder ja, wie halt auch der Spielverlauf war. Also ich hatte da echt eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl den ganzen Nachmittag gegenüber und das war am Ende vielleicht auch ganz gut, dass ich es nicht gesehen habe. Hab mir dann natürlich Montag die Zeit genommen, Sonntag, habe mir das Spiel komplett angeschaut und ja, muss sagen, dass die Mannschaft das genauso, wie ich es dann auch wahrgenommen habe im Ticker, richtig gut gemacht hat gegen, ich denke, einen Aufstiegsaspiranten, gegen eine richtig gute Regionalliga-Mannschaft, gegen Spieler mit richtig doller Erfahrung. Und ja, am Ende des Tages bleibt eins, das Ergebnis. Das stellt uns nicht zufrieden aufgrund des Aufwandes, den wir betrieben haben und der guten Leistung, die wir wiederholt gezeigt haben. Und ja, müssen da ganz klar konsternieren, dass wir die Tore machen müssen. Das müssen wir uns ankreiden und dass wir in der einen oder anderen Situation einfach, ja, einfache Angriffe auch besser verteidigen müssen auf dem Niveau. Inwieweit beunruhigt dich das, dass Einburg bis jetzt noch nicht so viele Tore erzielt hat, wie sie hätten erzielen können oder wie wir hätten erzielen können? Das beunruhigt mich in keinster Weise. Sicherlich ist es schöner, Punkte auf dem Konto zu haben. Sicherlich ist es schöner, wenn der Ball über die Linie geht. Aber es beunruhigt mich insofern nicht, dass ich halt einfach weiß, dass wir eine extrem entwicklungsfähige Mannschaft haben. Das darf man nicht vergessen. Also wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir haben eine entwicklungsfähige Mannschaft. Wir dürfen auch nicht vergessen, was ist unser Plan, wo wollen wir hin. Und da ist das Thema Entwicklung ganz groß geschrieben. Und ja, auf dem Weg dorthin werden Dinge gelingen, da werden viele Dinge aber auch nicht gelingen. Und aktuell ist es einfach so, dass wir uns, glaube ich, schon festgebissen haben an den Gegnern in der Liga, angekommen sind, sagen können, dass wir dran sind. Und ja, in dem Fall oder speziell in unserem Fall ist es halt einfach gerade das einfache Verteidigen und halt einfach den Ball nicht über die Linie drücken. Muss ich aber ganz ehrlich als ehemaliger Stürmer auch sagen, es ist Kopfsache. Das sehen wir an den Szenen gegen den BFC ganz klar, das ist Kopfsache. In vielen Fällen trefft man den Ball einfach nicht gut. Und ja, das werde ich den Jungs jetzt nicht jeden Tag mitgeben im Training, sondern wir werden es trainieren, wir werden viel Wiederholungen haben und irgendwann kommt ein Selbstverständnis und dann werden wir auch unsere Tore schießen. Im Gegensatz zu uns hat Luckenwalde schon zwei Siege und zwei Niederlagen. Wie siehst du die Konstellation? Was erwartet uns in Luckenwalde? Ja, also Luckenwalde, Rand-Berliner, immer spielstark, immer dynamisch, auch unter dem Trainer. Ein ganz klarer Plan, eine ganz klare Handschrift. Viele, viele Muster, fast schon zu viele, also schwer zu analysieren, insofern, dass man wirklich klar sagen kann: Okay, was kannst du jetzt in der Situation machen, was kannst du in der Situation machen? Das haben wir schon rausanalysiert, ja. Aber da fehlt uns einfach auch die Zeit in der Woche, ganz ehrlich, uns auf diesen variablen Gegner, wie es man sagen möchte, einzustellen. Dazu kommt eine Gierigkeit, eine Hungrigkeit, die dieses Team auch hat, weil es sehr, sehr jung ist. Sehr, sehr jung in allen Mannschaftsteilen. Heißt im Umkehrschluss, ähnlich wie auch bei uns, immer Dynamik, immer Tempo, immer scharfes Anlaufen. Auch mit Ball viele dynamische Aktionen und vor allem eine extrem hohe Variabilität im Zentrum, was es immer, immer schwer machen wird, dort am Samstag Zugriff zu bekommen. Aber ich denke, den Plan, den wir uns jetzt auserkoren haben, der wird aufgehen und wir werden dort ein gutes Spiel machen. Wie ist die Personallage für das Spiel gegen Luckenwalde bei uns? Ja, also wir haben jetzt mit Nils ja auch noch mal jemanden verloren. Wir haben jetzt Derwes wieder auf den Platz zurück, der zumindest joggt. Wir haben jetzt Chris weiterhin im Reha-Training. Wade ist dazugekommen. Da steht jetzt eine Untersuchung an der Achillessehne. Also auch schwierig. Kalli wird es noch nicht schaffen. Saui ist weiterhin verhindert. Ja, also die Personalsituation zum letzten Spiel. Ich denke, wir werden die Bank voll haben. Also ich denke, wir werden die 7 Wechsler diesmal mitkriegen. Das entscheidet sich dann auch heute Morgen im Training. Aber viel mehr wird es nicht. Vielen Dank. Guck doch mal auf www.talk-point.de.